Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow oder Advice. Und heute werden wir hier ein bisschen rumlaufen und irgendwelche Sachen machen und dann gucken wir, wie es weitergeht. Also, heute ist geplant, wir ignorieren erstmal den Kopflosen. Er meinte ja, dass der Typ da irgendwo ein Typi in einem Haus wohnt, der den Nebel verursacht. Wenn wir den Nebel loswerden, können wir uns um den Kopflosen bestimmt leichter kümmern. Gucken wir erstmal. Wird schon irgendwie möglich sein, ne, Kollege? Erstmal ignorieren wir ihn. Und dann gucken wir weiter. Mal sehen, was es hier gibt. Wir können ja jederzeit hier reisen. Na, Gockelchen, du bist der Nächste. Überall so viel Nebel. Ich wette, hier sind mindestens drei Kopflose, ey. Wonach suchst du überhaupt? Du bist tot. Du brauchst doch gar nichts. Oh, Loot. Das ist nicht umsonst. Hunde. Oh, Hunde mit viel Leben. Nee, die hauen einfach nur ab. Oh Gott, das... Ah. Ich hab einen Pfeil im Kopf. Kann ich die überhaupt treffen? Er ist weg. Oh, oh. Oh Gott, ich sehe schon unendlich Hunde. Ich will den Pfeil im Bogenschützen loswerden, der hier oben irgendwo... Verzieh dich! Steht. Hab ich dich. So, der ist schon mal weg. Oh, so viel Kleingedöns hier. Bitte. Noch ein Bogenschütze. Wo? Den habe ich nicht gesehen. Da ist der nächste. Ich mag diesen Ort nicht. Der ist zu undurchsichtig. Ich will diesen Nebel loswerden und dann nochmal hier durchlaufen. Fest draufbeißen. Kontaktmedizin. Leichter Geldbeutel. Also Geld haben wir jetzt ohne Ende. Ist da gerade jemand lang gelaufen? Ah, Hunde. Ah. Hunde. Übrigens habe ich drei Level geholt. Die wollte ich eigentlich ausgeben, habe es dann aber wieder vergessen. Aber wir haben sie. Beim nächsten Checkpoint holen wir es uns. So, jetzt sind sie alle hier beseitigt, aber so wirklich viel sieht man hier immer noch nicht. Ich habe gesehen, dass man hier rauf kann. Alles klar, an die Wand drücken. Und dann hier hoch. Ha! Könnt mich nicht austricksen. Ich bin cleverer als ihr. Hm. Ja, ich bin cleverer als ihr. So, ist da ein Händler? Sehe ich da einen Händler oder so? Ich sehe da auf jeden Fall Feuer. Knallsam. Ich vermute mal, da unten ist der Kopflose. Ja. Ist einfach nur die andere Seite. Hier hätte man jederzeit hergehen können. Ich höre hier irgendwo noch einen Hund rumlaufen, aber egal. Wo bist du? Du kannst dich nicht verstecken. Das ist ein Bogenschütze. Ich glaube, die spawnen hier willkürlich, ne? Ich glaube, die sind nicht fest. Hier ist das Haus. Weg mit dir. Ich habe da hinten noch Loot gesehen.
So, ich vermute mal, wir werden hier Knallsamen benötigen. Ist aber nur so eine Vermutung. Fest draufbeißen. Irgendwas hier vergessen? Hi. Oh. Kannst du mal aufhören zu schlagen? Das wäre echt nett von dir. So. Jetzt kommen wir zum ominösen Haus hier, wo irgendwie ein Boss drin sein wird. Der wie Musik spielt. Hier ist verschlossen, aber wir können ja reingehen. Entweder sind sie blind oder freundlich. Ich glaube, die sind von der Musik betört. Ach, das ist die Musik, die der Typ gehört hat. Ich verstehe. Es wird also eine Frau sein. Oh, das ist gut. Oh Gott, das wollte ich nicht. Zum Glück hat er mich getroffen und ich habe die Embleme nicht verschwendet. Das leuchtet schön grün. Hau ab. Hau bloß ab. Mach Platz, mach Sitz, mach irgendwas. Oh, da ist Blut. Keramiksplitter. Oh. 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 Ist okay. Ist okay. Ist okay, Jungs. Oh. Das waren ein paar viele. Scheiße, will ich jetzt so reingehen? Na, ich werde sowieso das erste Mal sterben. Wenn ich mal ganz ehrlich zu euch bin. Aber vielleicht quatscht ihr auch nur ein bisschen mit mir. Ja, schön gut, aber wie komme ich da hoch? Ach, Hundi, geh weg. Hier ist nichts Ominöses, ne? Nichts Unsichtbares, hä? Okay, alles klar. Das ist ganz normal. Dann suchen wir mal einen Weg da hoch. Ich meine, an sich, sehe ich da einen Weg? Wo war denn der eigentliche Weg, den wir gesehen haben? Hier, der hier, ne? Ich sehe einen Affe. Ja, lass mich erstmal den Kollegen töten. Eigentlich tot, ne? Ich versuche mich gleich an ihn anzuschleichen. Er muss mich erstmal vergessen. An sich dürfte er ja nicht mehr so schwer sein. Er muss mich halt erstmal nur vergessen. Ich hätte aber gerne einen Safe Spot bei ihm in der Nähe.
Dir kurz die Nase kratzen. Verzieh dich mal mit deinem Gift. Hohoho. Freundchen. Oh. Ne, spuck. Ey, ich dachte, du wolltest spucken. Wir haben ihn fast. Fest, Kollege. Au. Oh. So. Nochmal tot. Unkultivierter Sake. Gebetsperle. Nice. Alles klar. Mit der richtigen Technik kriegt man das schon hin. Das ist auch meins. Handvoll Asche. Ich will hier hoch. Haha. Was gibt's hier? Ich hätte schwören können, jemand hat mich mit vollem Bogen abgeschossen. Ich sehe Loot. Oh. Alles klar. Da habe ich doch Spaß dran am Klettern. Klettern macht mir Freude. Kügelchen. Also ich nehme an, wir können auf jeden Fall noch einmal speichern. Hier wird irgendwo noch eine Statue sein. Anders ist das gar nicht zu erklären. Dein Ernst? Spiel! Hey! Spiel! Aufgepasst! Ich habe kein Leben mehr. Wie kannst du es wagen, mich runterzuschmeißen? Ich habe das Gefühl, wir können nicht nochmal speichern. Das ist kacke. Ich will jetzt nicht den ganzen Weg hier zum Boss machen. Das kann nur bedeuten, dass das kein Boss ist. Es kann kein Boss sein. Das ist ein viel zu langer Weg für den Boss. Die quatscht mit mir. Hm? Soll ich hier runter? Das ist eine verdammte Illusion. Das sehe ich doch von hier aus. Hä? Das ist irgendwie ein bisschen arm. Das war doch nicht der Boss. Nein, das war es nicht. Nein, da kommt noch was. Jetzt ist es neblig. Das war ja wohl kein Boss. Das war ja wohl... Das war ja wohl kein Boss. Hä? Das war alles, aber kein Boss. Ah, ja gut. Der Enthauptete müsste aber immer noch da sein, ne? Schauen wir mal nach. Ich habe aber keine Heilung. Aber es ein bisschen ungünstig ist. Ich wollte gerade sagen, wieso lebt das Hühnchen da? Okay, der Kopflose chillt immer noch perfekt. Den holen wir uns später. Ich muss da auf jeden Fall noch einen Savepoint finden. Furchtbar alt geworden, aber
Dieser alte Mann würde Buddha gerne noch einmal in seinen Tempel zurückkehren sehen. Ich bin die... Okay, gut. Danke fürs Gespräch. Danke für nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so einfach war. War das, weil ich mein Schwert verzaubert habe? War es deswegen so einfach? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Ich muss mir das Let's Play von Zombie an der Stelle angucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach sein sollte. Aber das ist die Musik, auf die der Typ reingefallen ist. Der hat sie gehört. Deswegen waren die Männer hier auch alle so hypnotisiert. Ich glaube, der eigentliche Boss kommt noch. Kann man hier irgendwo speichern? Ach Gott, nein. Ist kein gutes Timing für euch. Kann ich dich hier einfach runterspringen? Ja, ihr seid kacke, ich kann nicht. Ja, ich. Gib mir ein Stück Leben zurück. Oh, okay, jetzt geht's mir wenigstens schon mal besser. Nice. Aber ich habe das Gefühl, da sind Hunde. Da unten chillt irgendwas. Ist das ein Kopfloser? Ich glaube, da chillt ein Kopfloser. Da ist ein Händler. Ich habe 300 Münzen. Hey, in diesem Gebiet kriegst du keine Münzen. Wollt ihr ein noch ein Motiv selbst nur? Was hast du denn? Schwarz. Kapfenschuppe, zwei Stück. Und Drachenquellsake. Eine flache, voll kristallklarem Sake. Sake ist zum Teilen da. Einer der besten Sake, gebraut vom Ashina Braumeister mit Wasser aus dem Drachenquell. Das reine Wasser extrahiert jeglichen Geschmack aus Ashinas besten Reis. Worte werden dem Geschmack nicht gerecht. Um ihn zu verstehen, muss man ihn probieren. Okay. Ja, ich meine, die Karpfen, die hätte ich schon gerne. Oh, ich habe nur zwei, na gut. Hätte ich mir sparen können. Ich habe noch, ach. Ich hatte doch noch Zeug. Egal. Wo die Verstorbenen sind, da wo... Naja. So, wir haben jetzt... wo sind die denn? Sechs Karpfen. Ich glaube, wir brauchen sieben, ne? Und ich glaube, da ist ein Kopfloser. Nein, das ist mein Freund. Alles klar. Freundchen, für dich verbrauche ich gerne noch mein Unsichtbarkeitsding. Okay. Tun wir einfach mal so, als wäre ich nicht komplett bescheuert. Was sollte das denn? Der hat mich vergiftet, die Sau. Was hast du davon? Wenn du dich mit mir anlegst. Magnetischrott. Und? Fettwachsklumpen. Die kann man hier farmen, aber man kann sich so schlecht an den... Oh. Anschleichen.
Ja, Hundi, ich bin's. Aber man kann von oben auf ihn runterspringen. Oh, das ist der Plan. Okay. Lass mich das nochmal probieren. Wenn man bei ihm die Fettwachsklumpen farmen kann, dann ist das schon recht nice. Dann würde ich das hier auch gerne machen. Hier rüber. Den Hundi töten. Jetzt bist du aufmerksam geworden, oder? Ja. Okay, den Hund müssen wir irgendwie vorher ausschalten. Ah, der wird mich vergessen. Nur der Hund steht mir im Weg. Leichter Geldbeutel. Aber du bist jetzt nicht ewig hinter mir her, oder? Scheint so. Der hat den Spaß seines Lebens. Fettwachsklumpen. Ich weiß zwar nicht, was du bist, aber ich hätte dich einnehmen können, verdammt. Jetzt hau doch mal ab. Such dir ein Hobby. Da, den nehmen wir ein. Sei auf meiner Seite. Oh, die können ja, die halten ja mal nichts aus. Oh. Läuft er gerade weg? Hm? Hilf mir doch mal, Dude. Hilf mir. Pack ihn, mach irgendwas. Ja, hier nicht an mich rankommt. Hau ab. Ach komm. Was soll ich denn ernst, Junge? Du warst kurz vorm Sterben. Dann tu mir auch den Gefallen. Was machst du denn da? Hast du eigentlich keine Hobbys? Ach, der ist wieder aufgestanden, oder? Nee. Ich konnte ihn doch auch einnehmen. Dorf Mibo. Ah, ist das Mibo-Dorf, wo die ganzen Dinger hergestellt werden. Ah. Ich bin am Überlegen. Ich versuch's noch einmal. Also, da hinten ist ein Hundi. Den knallen wir ab. Hat er es gemerkt? Ich glaube, der hat's gemerkt. Ah, den kannst du nicht überraschen, Dreckshund. Was chillt er da auch? Bin schneller. Haha, kriegst mich nicht. Und wenn ich von hier oben auf ihn drauf springe, geht das vielleicht? Nee, der ist viel zu weit weg. Ich müsste halt jedes Mal so ein Unsichtbarkeitsding ins Kirchens aufbrauchen. Naja, gut, dann halt nicht. Gut, Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal. Vielleicht kann ich mich auch an den... Nee, der wird das alles merken. Bullshit. Naja, gut. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.